herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video bei Frühstück in der Parfümerie. Schön, dass du wieder bei mir vorbeischaust, denn in dem heutigen Video geht es um Rosendüfte. Ich habe meine Top 10 rausgesucht und werde die heute präsentieren. Es wird kein Ranking geben, ich habe so viele Düfte probiert. Es gibt so schöne Rosendüfte, deswegen, die sind einfach super, aber innerhalb der gibt es kein Ranking. Und du wirst auch ein paar Fakten zu Rosen bekommen, sei das jetzt zur Ernte oder eben die unterschiedlichen Sorten. Und ja, wenn du zum ersten Mal hier bist, dann herzlich willkommen bei Frühstück in der Parfümerie. Auf diesem Kanal dreht sich alles um die wunderschöne Welt der Düfte. Wenn dich das Thema genauso interessiert wie mich, dann würde ich mich super freuen, wenn du mich supportest und meiner kleinen Community beitrittst. Schau auch gerne mal bei Instagram vorbei. Dort mache ich auch Parfum-Content und auch so ein bisschen, was ich sonst so mache und in welcher Situation ich welchen Duft trage. Kommen wir zu ein paar Fakten über Rosen oder über Rosendüfte. Die Damascener Rose, von der man ja auch sehr häufig liest, die kommt aus der Türkei, aus einem bestimmten Dorf, das im Mai seine Hochphase hat, weil da sich nämlich alles dann um die Ernte der Damascener Rose dreht. Dann haben wir auf der anderen Seite noch die Rosa Centifolia, die aus Frankreich oder auch aus Marokko kommt. Und wie funktioniert das jetzt alles mit der Ernte? Rosen müssen bei Sonnenaufgang geerntet werden. Dann stehen die Pflücker morgens schon bereit, in den Reihen bereit zum Pflücken. Das passiert alles ab 6 Uhr morgens. Warum? Weil wenn die Sonne scheint, dann ist ja die ganze Wärme da, die dann dafür sorgen würde, dass das Blütenöl verdunsten würde und das wäre ja dann total vorbei am Zweck der Ernte für die Parfümindustrie. Was man bei der Ernte auch beachten soll, ist, welche Rosen gepflückt werden und welche nicht, weil es werden nur die halb aufgeblühten Rosen gepflückt. Die, die noch Knospen sind oder schon in ihrer vollen Blüte sind, werden nicht gepflückt, weil sich da der Ertrag nicht lohnt. Die ganzen Blüten, die gepflückt wurden, kommen dann in Jutesäcke. Warum in Jutesäcke? Weil sie da zum einen gut genug geschützt sind, dass sie nicht kaputt gehen, aber auch ausreichend belüftet, damit sie eben nicht vertrocknen oder sowas. Und dann wird das Ganze gewogen und dann kommen die Rosen zu Fabriken, wo es dann weitergeht mit der Verarbeitung. Bei dem Verfahren der Destillation kommen die Rosen dann erstmal in so riesige Destillationsapparate, wo das ätherische Öl extrahiert wird. Das Öl, was dann extrahiert wird, hat so eine blassgelbe Farbe und damit du dir das mengenmäßig so ein bisschen vorstellen kannst, für einen Liter von ätherischem Rosenöl braucht man ungefähr 4500 Kilogramm Blütenrosen. Was ich mich auch ganz oft gefragt habe, ist, was der Unterschied zwischen einem Absolu und einem ätherischen Öl. Und bei dem ätherischen Öl ist es so, dass das durch die Destillation gewonnen wird, also das Verfahren, das ich gerade beschrieben habe. Und dieses ätherische Öl hat so einen würzig-grünen Charakter. Und bei dem Absolu werden die Rosen mit einer Lösungsmittelextraktion verarbeitet und das Absolu, was dann herauskommt, riecht anders als das ätherische Öl. Wenn du auf der Suche nach einer tiefroten, modernen, würzigen Rose mit Vanille bist, dann schau dir Sweet Diamond Pink Pepper von Kayali an. Der Duft eröffnet leicht zitrisch, aber man nimmt auch direkt diese vollmündige rote Rose war. Also wenn ich eine Farbe nennen müsste, die dieser Duft hat, dann ist das knallrot. Was ich hier auch im Opening direkt wahrnehme, neben dieser Bergamotte und auch noch stärker als die Bergamotte, ist der rosa Pfeffer, der das Ganze so ein bisschen flirty macht und auch auflockert. Was wir hier auch haben, aber nicht direkt im Opening, sondern einfach nach so ein paar Minuten und ich finde auch nicht too much, sondern im genau richtigen Maße ist Safran. Also ja, wirklich wunderschön. Im weiteren Verlauf kommt dann immer mehr von dieser Vanille durch. Der Duft bleibt aber so tiefrot, sinnlich, sehr vollmündig und einfach wunderschön warm. Also für mich ein ganz, ganz toller, sinnlich roter Rosenduft. Dominante Noten sind für mich hier ganz klar Rose, Vanille und rosa Pfeffer. Und das ist ein Duft, den ich super gerne abends trage für Dates, für rote Outfits. Also ja, der ist einfach super sinnlich. Ich finde, der ist auch sexy. Ich finde, das ist aber ein guter Allrounder. Also man muss jetzt nicht irgendwie, also muss sowieso nie, aber ich finde jetzt nicht, dass ich sagen würde, es ist so ein reifer Rosenduft, den man nur, keine Ahnung, ab einem gewissen Alter oder ab einer bestimmten Reife irgendwie trägt, sondern das ist ein guter Allrounder. Ich finde, den kann man abends im Winter gut tragen und ich finde, den kann man abends im Frühling auch gut tragen. Preislich gibt es ja bei Kayali auch die kleinen Größen, die 10 ml, da kostet der 29 Euro. Und die große Größe, die 100 ml, da kostet der 125 Euro. Und ich habe neulich mal bei TikTok gesehen, dass Mona gefragt wurde, was ihr Lieblingsduft von Kayali ist. Und sie hat gesagt, Sweet Diamond Pink Pepper, weil es einfach am meisten
sie selber noch repräsentiert. Von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote Königslilie, Bergamotte, Rosa Pfeffer und Safran. In der Herznote haben wir dann bulgarische Rose, Vanilleorchidee, Centifolie und Magnolie. Und in der Basisnote dann Sandelholz, Amber, Moschus und Patchouli und Haltbarkeit auf meiner Haut ungefähr 6 bis 7 Stunden. Wenn du auf der Suche nach einem seifigen, aber sehr modernen, pudrigen, zarten Rosenduft bist, dann schau dir den Duft Rose Calisson von L'Occitane an. Ich habe den Duft gegoogelt. Bei L'Occitane gibt es den nicht mehr, aber bei Kaufland, und ich finde den einfach so schön. Ich habe den eigentlich auch also zufällig entdeckt, weil mein Freund hat mir den mal irgendwie mitgebracht und ja, der stand hier so lange rum und ich habe den so lange nicht benutzt und irgendwann war ich so, der ist einfach richtig, richtig schön. Das ist einfach ein schöner Rosenduft für den Alltag, der auch so ein bisschen leicht gourmandig ist. Also der startet, fangen wir mal von vorne an, mit Mandarine und mit Nektarine. Also der hat so ein bisschen dieses vollmündig zitrisch fruchtige. Und diese fruchtigen Noten vom Opening, die gehen dann im weiteren Verlauf immer mehr zurück und dann kommt immer mehr von diesem Mandelartigen durch, was ich vermute, dass dieses Calisson Dessert ist, was hier auch gelistet ist. Also Calisson, das ist so ein französisches mandelartiges Dessert. Und das in Kombination mit der Rose finde ich unglaublich schön. Also ich finde das Opening schön, aber so, wenn es dann ein bisschen ins Herz geht oder auch ein Dryder, richtig schön lecker, rosig, gourmandig, aber trotzdem transparent genug, dass man den sehr gut im Alltag tragen kann. Für mich sind die dominanten Noten deswegen hier auch die Damascena-Rose und diese Calisson. Also ich habe das noch nie probiert oder gegessen, aber dass so mandelartig sein soll, vermute ich, dass es das ist. Und es ist unglaublich lecker und deswegen für mich auch so ein schöner Daily-Duft für den Frühling oder irgendwie so für den Alltag. Also jetzt vielleicht nicht für den Winter, da wäre mir dann zu wenig kuschelig, aber jetzt so für den Frühling wirklich perfekt fürs Office. Kostet 89 Euro eben bei Kaufland. Und ja, ich hoffe, wenn ihr den mal probieren wollt, kommt ihr irgendwie dran oder könnt ihn so mal probieren. Es tut mir ja super leid, dass ich den nur da gefunden habe, aber ja, ich wollte ihn trotzdem mit reinnehmen, weil ich den tatsächlich auch in letzter Zeit gerne mal benutze, wenn ich einfach mal kurz rausgehe oder so und mich einfach ja so ein bisschen elegant schick fühlen möchte, aber jetzt nicht too much. In der Kopfnote haben wir Mandarine, Nektarine und Satsuma. Satsuma musste ich erstmal googeln, das ist eine Kreuzung aus Mandarin und Orangen. In der Herznote haben wir dann Magnolie, Mairose Absolue, Orangenblüte und die Damascena-Rose. Und in der Basisnote Calisson, wie gesagt, ein mandelartiges Dessert mit kandierten Orangen. Lorenox, das ist ein synthetischer Duftstoff, der so ein bisschen lederartig sein soll, und Virginia Cedar. Und von diesem Lorenox lederartigem nehme ich nichts wahr. Ich vermute einfach, dass es harmonisch integriert, wie ich immer so schön sage, und dient dann einfach dazu, das Ganze ein bisschen zu festigen. Wenn du auf der Suche nach einem sonnigen, rosanen, unbeschwerten Rosenduft bist, dann schau dir den Duft Rose de Vent von Louis Vuitton an. Wenn ich an diesen Duft rieche, gerade so im Herzen oder auch im Drydown, dann habe ich direkt das Gefühl, dass ich in Graz stehe und auf ein Rosenfeld schaue mit rosa Rosen. Die Sonne scheint mir ins Gesicht, der Himmel ist blau. Also dieser Duft hat für mich einfach die Farbe rosa, aber es ist ein sehr sonniger Duft. Der Duft eröffnet für mich zitrisch. Wir haben hier aber keine zitrischen Noten gelistet. Also ich rieche, finde ich, Bergamotte und Pfirsich. Pfirsich ist bei Fragrantica gelistet und ich meine auch gerade im Opening, den wirklich sehr intensiv rauszuriechen. Aber bei Louis Vuitton habe ich davon nichts gefunden. Aber das ist eben meine Wahrnehmung im Opening. Ganz, ganz in den ersten Sekunden, finde ich, riecht er aber eher wie so eine Rose am Morgen. So eher so taufrisch, aber das ist wirklich nur die ersten Sekunden. Und dann kommt eben diese Mittagssonne, finde ich. So, das ist für mich diese Hauptrose, die ich hier rieche. Für mich ist das so eine ganz vollmündige, rosane Rose, die in ihrer vollen Blüte steht. Umspielt wird diese vollmündige Rose aber dann von so zitrisch grünen, herben Noten, was wahrscheinlich durch Zeder kommt und auch durch die Schwertlilie, die wir hier haben. Das ist, umspielt das Ganze so ein bisschen. Und ich finde das dann so besonders, weil das ist jetzt zwar auf der einen Seite für mich eine wirklich sehr vollmündige Rose, aber auf der anderen Seite ist sie dann irgendwie auch unbeschwert und sehr positiv. Und ich will nicht sagen transparent, weil der sehr dicht ist, aber der ist sehr helldicht. Also das ist so ein schönes, helles Rosa, diese Rose. Eine Rose, die einfach gute Laune macht, die ist süßlich, aber trotzdem zitrisch. Also das ist für mich so eine quietschige Rose, ohne jetzt irgendwie so, ja,
günstig zu riechen oder so, dann würde ich diesen Duft tragen. Ich finde, das ist so ein schöner Duft für Ausflüge, für Picknicks, einfach im Sommer, wenn man gute Laune haben möchte, im Frühling, also vor allem im Frühlingsduft, finde ich, ist das. Preislich hat es der Duft in sich, 260 Euro für 100 Milliliter, aber ich finde den von Duft her einfach wunderschön und Haltbarkeit auf meiner Haut ungefähr 7 Stunden. Es ist ein sehr hoher Preis, finde ich, aber ja, ich habe so viele Düfte verglichen, dachte mir so, nein, den mag ich einfach total gerne, deswegen ist der hier mit drin. Aber noch die Duftnoten. Wir haben hier die bulgarische Rose, Mairose Absolue, türkische Rose, Schwertlilie, Zeder und der nächste Duft ist auch in meinen Top 10 for Life und für mich ein ganz, ganz besonderer Rosenduft, weil es ist der Partnerduft von mir und meinem Freund und es handelt sich um den Duft Santal Pau Rosa von Guerlain. Der Duft riecht teuer und der Duft ist auch sehr teuer, aber ich finde, der Duft ist einfach sein Geld wert, weil es ein ganz außergewöhnlicher Duft ist. Der riecht nicht wie der andere, der riecht teuer und der hält lange, also der hat eine super Performance. Und für mich ist er natürlich auch mit diesen ganzen besonderen Erinnerungen verknüpft. Alleine, wie wir den Duft gekauft haben, ich verlinke dazu nochmal das Video da oben. Ich habe es schon oft verlinkt, aber ich liebe diesen Duft einfach. Deswegen will ich es jetzt hier an dieser Stelle auch nicht zu lang machen. Aber der Duft eröffnet sehr spicy mit Kardamom. Ganz viel Kardamom im Opening. Und mit Myrrhe. Und ich liebe ja Kardamom. Und ich finde, Kardamom hat auch immer so was sehr Elegantes, Zurückhaltendes, ein bisschen spicy, also sehr besonders, aber trotzdem irgendwie auch ladylike. Und auf der anderen Seite haben wir eben diesen schönen Sandelholz-Rosenduft, den wir hier haben. Und das ist für mich eine Rose, die hat für mich die Farbe Rot, aber sehr getrübt. Also jetzt nicht so eine intensive, dunkle, dichte Rose, sondern schon irgendwie auch transparent, aber trotzdem intensiv genug. Der Duft ist für mich sehr unisex, finde ich, und eben wunderschön und sicherlich ein Versuch wert, wenn dir Sandelholzdüfte gefallen, wenn dir Kardamom gefällt und wenn du Rose magst. Weil zu der Rose kommt im weiteren Verlauf dann auch immer mehr von dem warmen Sandelholz, was wir hier haben. In dem Duft ist auch Oud gelistet, was ich aber nur in Anklängen im Drydown wahrnehme. Von der Feige und der Haselnuss, die wir hier auch haben, nehme ich eigentlich kaum etwas wahr. Für mich sind hier die dominanten Noten Rose, Sandelholz und Kardamom und ich trage diesen Duft immer bei besonderen Anlässen, Oper, Ballett, Ausgehen, schicke Essen, also wir tragen ihn dann immer zusammen und auch wenn das nicht unser Partnerduft wäre, würde ich diesen Duft zu besonderen Anlässen tragen. Er hat ja auch seinen Preis, allerdings auch im ganzen Jahr, finde ich. Also der geht immer bei besonderen Anlässen am Abend. Von den gelisteten Duftnoten haben wir hier Oud, Rose, Sandelholz, Kardamom, Myrrhe, Feige und die Haselnuss. Wenn du eigentlich keine Rosendüfte magst, aber du liebst Vanille, dann pass auf, dann ist vielleicht der nächste Duft etwas für dich. Es ist ein Duft, wo ich immer denke, das ist ein Duft für Leute, die eigentlich nicht so gerne Rosen mögen. Ich habe auch immer gedacht so oder oft gesagt, ich mag eigentlich keine Rosendüfte, aber dann war ich doch oft so, oh ja, voll schön. Und bei diesem Duft war ich direkt so, oh mein Gott. Aber so zur Story behind. Ich war, als ich das letzte Mal in Rom war, musste ich natürlich zu Profumum Roma und war dann dort, aber relativ spät, also kurz vor Schluss, musste mich dann auch relativ schnell entscheiden, habe mich dann auch für Tundra entschieden. Habe eben auch zwischen anderen Düften geschwankt, aber der Dolce Penseri, der Duft von Profumum Roma, um den es jetzt geht, den habe ich da zum ersten Mal gerochen und auch aufgesprüht. Und ich hatte eben danach, als ich dann da weg war, dann waren wir in einer Bar, saßen da zwischen Römern und vielleicht auch ein paar Touristen, aber es hat sich römisch angefühlt, in der Hitze. Und es war einfach so schön, in der Hitze dann diesen Duft zu riechen, diese wallende, vollblühende rote Rose in Kombination mit dieser süßen Vanille. Also ich habe einfach direkt Erinnerungen an diesen Abend in dieser Aperitivo-Bar und es war einfach, ja, super warm und einfach La Dolce Vita, aber eben am Abend. Und es war so schön. Und das sind für mich so die Erinnerungen, die ich mit dem Duft Dolce Penseri habe. Meine Freundin, die auch mit war, die hat sich den Duft auch direkt notiert, weil sie den auch so schön fand. Und es ist wirklich ein wunderschöner, sinnlicher, tiefer, süßer Rosenduft. Für mich ist das eine sehr moderne Rose und für mich hat dieser Duft auch die Farbe Knallrot. Also das ist unglaublich schön. Man fällt mit diesem Duft auf. Ich bin ja ein großer Fan von Profumum Roma, wie man vielleicht hier und da mal mitbekommen hat. Ich liebe diese Düfte, weil sie alle eine hohe Parfumkonzentration haben. Also auch dieser Duft, der hat eine super Performance von über 12 Stunden auf meiner Haut. Deswegen gehören die meisten Düfte von
Parfumaroma einfach zu den Düften, wo ich sage, ja, sie sind teuer, aber jeder Cent wert. Aber wie immer natürlich vorher testen, weil nicht jeder mag so intensive, dichte Düfte. Aber ich bin einfach total begeistert. Aber jetzt habe ich sehr viel zu meiner Erfahrung mit dem Duft und zur Brand und so weiter und so fort erzählt. Der Duft selber riecht für mich wirklich, wie wenn man einen frischen, riesengroßen Strauß rote Rosen hat und dazu eine Box mit leckeren, süßen Vanillepralinen. Also der ist wirklich super lecker, dieser Duft. Und für mich ist das so eine ganz glatte, vollmündige, süße, dichte, süchtig machende Rose. Der Verlauf ist relativ linear. In der Basis wird es dann noch ein bisschen warm, holziger durch Sandelholz. Also auch etwas, was ich sehr liebe. Und für mich sind hier die dominanten Noten Rose und Vanille. Und ich finde, es ist ein schöner Sommerabendduft. Der Duft Dolce Penserie, was ja süße Gedanken heißt. Und das Konzept oder dieser Moment, von dem der Duft inspiriert ist, ist beschrieben als: die Sehnsucht nach ihr ist so intensiv wie das Parfum, was sie getragen hat, sodass die Zeit bis zum Morgen, wo man sich wieder sieht, gefühlt ewig dauert. Und von den gelisteten Duftnoten haben wir hier die bulgarische Rose, Geranium, Pfingstrose, Sandelholz und Vanille. Der nächste Duft ist ein Duft, der für mich sehr bossy, sehr reif, sehr selbstbewusst riecht und auch sehr teuer. Also auch ein Duft, egal wie viel er tatsächlich kostet, wo man ihn riecht und denkt sich, ja, der ist irgendwie teuer. Also das ist ein Duft, der ist außergewöhnlich. Das ist ein Oud-Rose-Duft. Das hört sich im ersten Moment jetzt nicht so außergewöhnlich an. Davon gibt es sehr viele. Aber der ist so eine schöne, würzige, reife Rose. Also der geht nicht allzu sehr in diese Femme-Partei-Richtung, finde ich, weil der dieses sehr selbstbewusste und reife hat. Und deswegen finde ich auch so bossy ist. Weil hier haben wir so eine schöne, würzige Rose, gerade auch im Opening. Die ist fast brenzlig, diese Rose. So ein bisschen stechend, aber auf eine sehr selbstbewusste Art und Weise, finde ich. Und was wir hier auch direkt im Opening haben, ist so ein schönes, dunkles, animalisches Oud, aber genau an der Grenze zu elegant. Also ich finde, es ist nicht zu animalisch. Und die Rose im Opening ist für mich noch gar nicht so präsent und eher so eine trübe Rose. Und im weiteren Verlauf wird der Duft dann wunderschön oder noch schöner, sage ich mal, weil die Rose noch weicher, noch süßlicher, noch cremiger wird. Also unglaublich schön. Und auf der anderen Seite dann diese würzig stechende Komponente, die super selbstbewusst ist und das so ein Duft ist, die einfach zeigt so, don't mess with me. Also du wirst wahrgenommen, wenn du diesen Duft trägst, der ist super intensiv, hat eine super Performance und ist für mich kein Duft, den ich unbedingt bei einem Date tragen würde, sondern wirklich könnte man auch machen. Finde ich auch sehr attraktiv, aber auch wirklich so ein Duft, wo man sagt so, na, ich habe hier die Hosen an, so nach dem Motto. Also das ist so ein Duft für mich, wenn man so seine Stärke unterstreichen möchte, dann finde ich, passt dieser Duft sehr, sehr gut. Der Duft ist inspiriert von einem orientalischen Palast, dessen Farben sich mit den betörenden Düften mischen und auch von der Farbe der Damascena-Rose. Was ich auch super schön finde, ist, dass wir hier eben neben der Rose und Oud, was für mich hier die dominanten Noten sind, Patchouli haben. Und das Patchouli macht den dann so ein bisschen holzig. Einfach, man möchte so ein bisschen mehr. Also der gibt eben diesen mysteriösen, leicht verführerischen Touch. Deswegen ein ganz toller Oud-Rose-Duft. Ich habe auch für das Video ganz viele Oud-Rose-Düfte gerochen. Und der hier und noch ein anderer haben mich einfach überzeugt, dass ich mir dachte, der ist so schön. Den hat eine Freundin mir mal gezeigt. Ihr Bruder benutzt den scheinbar. Und ich war direkt so, wow, der ist so schön, dieser Duft Oud Isfahan. Und das ist ja auch so ein guter Pärchenduft, finde ich. In Drydown wird das Ganze dann noch so ein bisschen dichter, holziger. Ja, der ist einfach sehr komplex und wunderschön. Preislich gibt es 40 ml für 135 Euro oder 125 ml für 265 Euro. Und Haltbarkeit, Sillage und Projektion sind super stark. Und auf meiner Haut Haltbarkeit ungefähr 9 Stunden. Wenn du auf der Suche nach einem reinen, transparenten, wässrigen, alltagstauglichen, wunderschönen Rosenduft bist, dann schau dir Delina La Rosée von Parfums de Mali an. Die Rose hier ist für mich hellrosa, super ladylike und sehr elegant und wirklich ein Duft, der auch Leuten gefällt, meine ich, die eigentlich nicht so Rosenduftlover sind. Ich habe das ja auch lange gesagt und bei Delina La Rosée war ich, als ich den das erste Mal gerochen habe, auch so direkt,
Wunderschön. Der ist einfach ein ganz schöner, eleganter Duft. Ich finde Delina La Rosée viel schöner als die klassische Delina, weil wir haben hier eben diese zitrischen Noten und wir haben hier auch Litchi. Aber für mich ist das so eine deutlich wässrige Litchi als jetzt so zum Beispiel im Vergleich zu Delina. Wir haben ja auch Birne. Also der Duft ist sehr zitrisch, transparent, sehr leicht, sehr ladylike. Also wenn du zum Beispiel Coco Mademoiselle magst, dann kann ich mir vorstellen, gefällt dir Delina La Rosée auch sehr gut. Und super schön für den Alltag und eben, ja, nicht zu aufdringlich so von der Projektion und Sillage, aber Haltbarkeit trotzdem super. Man fühlt sich einfach rein elegant und schick mit diesem Duft. Im weiteren Verlauf wird es dann weniger fruchtig, moschusartiger, aber die Rose zieht sich durch den gesamten Duftverlauf, ist aber ansonsten recht linear, finde ich, und gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen auch ein Duft, der wahrscheinlich oft als Favorite bei Rosendüften genannt wird, aber wie ich finde, zu Recht. Dominant sind für mich hier die Rosennoten, vor allem eben die Pfingstrose und Moschus. Und preislich liegen wir hier bei 30 ml ungefähr bei 140 Euro und 75 ml ungefähr bei 231 Euro. Gelistet in der Kopfnote haben wir hier Bergamotte, Litchi und Birne, die ich alle auch rausrieche, die eben diese sonnigen, hellen Noten geben, aber alles sehr wässrig und transparent. In der Herznote haben wir dann Wasserblumen, türkische Rose und Pfingstrose. Und in der Basisnote weißen Moschus, holzige Noten und WTW und Haltbarkeit auf meiner Haut ungefähr 8 Stunden. Bridgerton ist eine meiner Lieblingsserien und wenn ich mir vorstelle, wie die vornehmen Damen aus Bridgerton riechen, dann habe ich immer Radical Rose von Maître Premier vor Augen. Radical Rose ist für mich eine sehr klassische, verträumte, üppige, würzige Rose, die aber auch sehr süßlich ist. Der Duft hat einen wunderschönen Verlauf, dazu aber gleich mehr. Und in dem Duft Radical Rose von Maître Premier dreht sich alles um Rosa Centifolia, weil Maître Premier eigene Felder in Grasse hat, wo sie diese Rosen anbauen. Und generell bei den Düften von Maître Premier geht es immer um eine bestimmte Note, deren unterschiedliche Facetten betont werden sollen. Und in Radical Rose sollen zum einen die hellen Facetten der Rose betont werden durch würzige Noten von Safran und Pfeffer und zum anderen aber auch die holzigen Facetten durch Patchouli und diese mysteriösen Vibes, die dieser Duft auch hat. Aber ich finde, er ist eigentlich gar nicht so mysteriös, aber das sagt Aurélien Jichard durch Labdanum. Aber mal von vorne. Der Duft startet mit einer klar trüben, würzigen Rose, aber ohne zu würzig stechend zu sein, sondern dieses Würzige, das ist eher so ein Anklängen da. Und neben der sehr präsenten Rose hier, die wirklich im Mittelpunkt steht, haben wir eben auch Safran. Aber das ist so ein ganz süßer, sehr angenehmer Safran. Und dieses Würzige, was wir hier im Opening haben, das geht dann im weiteren Verlauf immer weiter zurück. Und der Duft wird immer süßlicher, fast schon cremig. Also ich finde den Verlauf unglaublich schön. Der hat eben diese perfekte Balance aus Süße, Würzigkeit, was alles diese Rose ganz schön umspielt. Als ich ihn das allererste Mal gerochen habe, dachte ich mir, der ist mir ein bisschen zu retro, aber ich finde, das Opening ist schon sehr klassisch und es wird dann immer angenehmer auch im Drydown. Also ich finde, es ist ein ganz, ganz toller Rosenduft. Für mich ist das ein Duft, den habe ich bisher eher am Abend getragen, aber wenn es eher so klassischer ist, gut, ich habe den jetzt zum Testen auch mal getragen, da hatte ich eher so ein Berlin Edgy Outfit an. Geht so, aber in der Regel finde ich klassische Outfits. Outfits wie in Bridgerton habe ich nicht und trage ich in der Regel auch nicht. Aber selbst wenn es so ein schönes Sommerkleid ist und man dann irgendwie am Abend elegant ausgeht, dann rundet dieser Duft so ein Outfit perfekt ab, finde ich. Preislich kann man bei Maître Premier 6 ml auch schon für 32 Euro erhalten, also schon, aber zum Testen ist das sicherlich eine gute Option. 50 ml liegen dann bei 145 Euro oder 100 ml bei 205 Euro. Und von den gelisteten Duftnoten haben wir bei Radical Rose Centifolia Absolu, indonesisches Patchouli, Safran, Labdanum und Pfeffer. Und im weiteren Verlauf und in der Basis wird es dann auch ein bisschen holziger. Und Haltbarkeit auf meiner Haut ungefähr 8 Stunden. Mit dem nächsten Duft fühle ich mich direkt wie eine arabische Prinzessin. Und das ist, finde ich, der perfekte Rosenduft für besondere Anlässe, für Date Nights. Ich sehe mich immer direkt, wenn ich an diesen Duft rieche, in einem sehr edlen, schicken, dunkel beleuchteten Restaurant im schwarzen Kleid mit Louboutins, mein Freund im Anzug. Also
Das ist so dieser Vibe, den mir der Duft Rose d'Arabie von Armani Privé gibt. Das ist ein Duft, den ich meistens bei besonderen Anlässen trage. Ein wunderschöner Date-Night-Duft, der für mich irgendwie femme fatale ist, aber trotzdem noch elegant und so genau dieser richtige Mix aus mysteriös, Eleganz und so ein bisschen femme fatale. Und es ist einfach, oh, ich kriege direkt Gänsehaut, wenn ich dran rieche. Ich habe den auch bei dem Geburtstag von meinem Freund in Wien getragen und oh, ich liebe einfach Rose d'Arabie. Das ist ein wunderschöner Oud-Rose-Duft, bei dem sich alles um die Damascena-Rose geht, von der Giorgio Armani gesagt hat, dass es für ihn die sinnlichste aller Rosen ist. Für mich riecht dieser Duft im Opening so, als würde man ganz tief in eine perfekte dunkelrote Rose einatmen, die genau in ihrer vollen Blüte ist und unglaublich sinnlich und tief ist. Ich weiß nicht, ob du Desperate Housewives gesehen hast, aber John gibt Gabrielle diese eine perfekte Rose. Und ich finde, Rose d'Arabie ist diese eine perfekte tiefrote Rose, in die man reinatmet. Und so nach so ein paar Minuten kommt dann so ein ganz klares, dunkles, wunderschönes Oud. Also das ist nicht so ein würzig animalisches Oud, sondern so ein ganz elegantes, dunkles Oud, so wie mir das richtig, richtig gut gefällt. Dazu kommt dann auch noch so eine süßlich-würzige Safrannote, aber im genau richtigen Maße, sodass das alles sehr elegant und sehr luxuriös und edel ist. Einfach wunderschön und in der Basis wird es dann noch so ein bisschen tiefer und holziger. Es ist auch ein würziger Oud-Rose-Duft, aber nicht ganz so würzig, reif und bossy, finde ich, wie zum Beispiel der Oud Yves Farhan. Also so vom Ding her ist es ja auch Oud-Rose, aber ich finde Rose d'Arabie ist noch viel eleganter, viel sinnlicher und so ein bisschen mehr femme fatale. Für mich noch ein bisschen mehr Date Night. Und Oud Yves Farhan, der ist für mich mehr noch so, ja, so selbstbewusst und bossy, wie gesagt. Und ich finde, Rose d'Arabie betont für mich noch so ein bisschen mehr so diese sinnlichen, femininen Nuancen. Deswegen, ja, finde ich beide sehr schön. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen diesen beiden Düften, es gibt ja hier kein Ranking, dann würde ich mich für Rose d'Arabie entscheiden, weil ich den noch ein bisschen, ja, sinnlicher finde in dem Sinne. Aber ach, der ist so schön. Und ja, preislich liegen wir hier bei 50 Milliliter ungefähr für 161 Euro. Gab es jetzt aber aktuell nicht auf der Seite von Giorgio Armani. Aber ich denke mal, irgendwo anders ist der sicherlich noch zu bekommen für dann ungefähr den Preis, hoffentlich. Und die 100 Milliliter liegen bei 268 Euro ungefähr. Von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote Safran, in der Herznote dunkle Hölzer bzw. Agerholz, Patchouli und Rose und in der Basis Note Amber und Haltbarkeit auf meiner Haut ungefähr 8-9 Stunden. Wunderschön, für mich der schönste Oud-Rose-Duft, den es gibt. Ich bin super gespannt, was dein Nummer 1 Rosenduft ist. Das würde mich sehr interessieren. Schreib mir das doch mal in die Kommentare. Ich hatte so viele Düfte, wo ich die ganze Zeit dachte, so, oh, den nehme ich auch mit rein. Und dann habe ich ja einen anderen gerochen und ich habe wirklich lange gebraucht, um diese Top 10 zu definieren. Und ich habe ja so viel rumgetestet und auch viel dann so ausführlich schon vorbereitet für das Video und mir dann doch im letzten Moment gedacht so, nee, ach, wenn ich so meinen Bauch entscheiden lasse, dann die Düfte und die sind es jetzt einfach auch geworden, unabhängig davon, was ich denke, wie populär manche Düfte sind. Aber ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn das so ist, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich bin momentan total hinterher mit meinen Nachrichten, aber ich bin total dankbar über jeden Kommentar und über jede Nachricht und ich werde das auch noch alles beantworten. Aber ja, ich freue mich da total drüber. Ich kann immer gar nicht sagen, was mir das bedeutet, wenn ich so liebe Sachen von euch lese. Also von daher, ja, ganz lieben Dank und ja, auch danke für eure Inspiration immer. Ich freue mich immer total. Meine Ausprobierenliste wird immer länger und länger. Ich lerne durch euch auch immer so viele Düfte kennen und irgendwie, ja, bin ich gerade total in love mit Rosendüften. Deswegen, ja, bin ich sehr gespannt zu hören, was so deine Top-Rosendüfte sind oder dein Top-Rosenduft. Und jetzt höre ich auf zu reden. Ich glaube, das Video ist wieder recht lang geworden. Also danke, wenn du immer noch dabei bist. Und ich wünsche dir einen schönen Abend.